Robotic Affirmations. Mechanische Affirmationen. Diese sollen der Schlüssel sein zur Erfüllung aller Wünsche. Na, das sehen wir uns doch mal genauer an. Hallo ihr Lieben, aktuell kommen von uns ja weniger Videos, weil das Buch in Arbeit ist und das soll bis Ende des Monats auch endlich erscheinen. Dennoch halten wir natürlich die Augen offen, um euch weiter mit guten und vor allem auch sehr einfachen Methoden zu versorgen, die euch dabei helfen sollen, eure Ziele einfacher und schneller zu erreichen. Unter einigen unserer Videos kommen Fragen auf wie: Ich kann nicht visualisieren, wie kann ich denn noch manifestieren? Oder auch: Ich schaffe es aufgrund des anstrengenden Alltags kaum, mich in einer hohen Schwingung zu halten. Ja, das ist verständlich und vor allem auch menschlich. Durch Zufall sind wir die Tage auf eine Manifestationsmethode aus den USA gestoßen. Diese ist schon seit Jahren, vor allem seit dem letzten Jahr, dort in Umlauf und die Leute lieben sie. Zufälle gibt es ja sowieso nicht her. Diese Methode ist so logisch und vor allem wenden wir sie selbst ohne ihren Namen zu kennen seit Jahren erfolgreich an. Die Rede ist von Robotic Affirmations. Was ist das? Schon wieder. Es sind, wie der Name schon sagt, sehr mechanische Affirmationen und eigentlich widersprechen sie allem, was wir euch bisher beigebracht haben. Und doch auch wieder nicht. Neville Goddard verwendete diese Methode ja auch, ohne dass wir es bemerkt haben. Es ist bereits geschehen. Ich bin. Ist es nicht wundervoll, dass? Das sind ja auch schon sehr einfache Formulierungen und gerade in den ersten beiden ist kaum Gefühl vorhanden. Obwohl Neville Goddard ja auch sagt, dass das Gefühl das Geheimnis ist. Feeling is the secret. Also was stimmt nun? Brauchen wir eine sehr hohe Schwingung? Brauchen wir immer ganz viel Gefühl, wenn wir etwas manifestieren möchten? Aufgrund dieser Überlegung sind wir mal einiges durchgegangen, was uns in den letzten Jahren selbst an Guten widerfahren ist. Und tatsächlich vieles davon, was wir doch recht mechanisch, aber bestimmt beschlossen haben, kam auch. Einfach sagen. Bei den Robotic Affirmations geht es also nur darum, den Geist sozusagen zu übersättigen. Die Amerikaner sagen to oversaturate the mind dazu. Es gibt massig Videos zu diesem Thema und vor allem die jungen Amerikaner, männlich wie weiblich, haben erstaunliche Ergebnisse erzielt. Wir halten das für absolut möglich, weil wir es ja ohne es zu wissen selbst seit Jahren so machen. Aber was sagen Sie? Sind Sie sehr spezifisch, wie es ja auch oft gefordert wird? Nein! Ich bin reich, ich bin geliebt, ich bin gesund, ich habe den Job, ich habe eine schöne Haut, ich habe das Haus, was auch immer. Das sind die Affirmationen, die Sie verwenden. Also nichts mit, ich muss mich jetzt erstmal hinsetzen und tief durchatmen, sondern einfach denken. Genau das, was man, was auch wir die ganze Zeit als nicht so optimal gesehen haben, soll jetzt also der Schlüssel sein. Im ersten Moment dachten wir, nee, das stimmt nicht, wir brauchen doch das Gefühl und überhaupt. Aber dann fiel uns auf, was wir selbst vor uns hin manifestiert hatten, mit einfachsten Worten. Und dass wir selbst ja schon oft gesagt haben, auch in unseren Videos, dass doch genau da das Problem liegt. Dass wir alle es uns immer so unnötig schwer machen. Und genau das können wir doch auch einfach lassen. Vor allem wurde eines klar. Wir denken doch sowieso die ganze Zeit. Wie es ein großer amerikanischer Geschäftsmann vor vielen Jahren gesagt hat, man muss sowieso denken. Warum sollten es dann keine großen Gedanken sein? Das bedeutet, wir konzentrieren uns einfach mehr auf das, was wir den ganzen Tag machen, nämlich auf das Denken. Auf das, was wir wollen und packen das in gelenkte Gedanken. Und wiederholen es und wiederholen es. So lange, bis der Verstand total satt ist davon. Kein Widerstand mehr da ist. Ist das nicht erfrischend einfach? Natürlich kannst du auch Gefühl mit einbringen, aber du musst es nicht. Eine der YouTuberinnen meinte, es kommt nur auf die Qualität an. Also nicht sagen, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll, sondern ich bin wertvoll, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll. Merkst du den Unterschied? Nicht verkrampfen, sondern wirklich total gechillt sagen und sagen und sagen bzw. denken. Auch unter den Videos der Amerikaner kommt die Frage auf, wie lange man das tun sollte, wie oft.
Die einfache Antwort darauf ist, so oft du magst, vor allem wenn mal wieder ängstliche Gedanken aufkommen. Dann eben sozusagen überschreiben mit einer klaren Aussage. Normal gesprochen, normal gedacht. Aber Vorsicht, man kann auch hier alles zerdenken. Eine der großen amerikanischen YouTuberinnen namens Sammy Ingram hat diese Methode perfektioniert. Aber dann unterlief ihr ein Fehler. Sie hat ihre Abonnenten zu einer Challenge eingeladen. Sie sollten das Ganze 10.000 Mal machen und berichten, was passiert. Was denkt ihr, ist passiert? Viele hatten großartige Erfolge, aber einige haben sich wieder so sehr auf die Challenge konzentriert, also sich verbissen in Ergebnissen, sodass sie ihre Ziele nicht erreicht haben. Sammy Ingram hat das Video daher auch wieder gelöscht. Die Gründe dafür erklärte sie im Video The Affirmation Challenge, Why I Took the 10K Video. Nochmal, The Affirmation Challenge, Why I Took Down the 10K Video. Challenges sind meistens eine nette Idee, aber im Manifestationskontext eher kontraproduktiv, weil die Leute wieder anfangen, alles zu zerdenken. Sie hatten sogar Angst, dass sie sich verzählt haben und dadurch ihre Ziele nicht erreichen konnten. Das liebe Zerdenken kennen wir alle, das dürfen wir, du und ich, getrost lassen. Einfach mal machen. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Man erhöht seinen Fokus auf seine Ziele und erreicht sie erstmal nicht? Oder schlimmer noch, die Wünsche werden wahr. Ganz einfach. Ganz ohne Schnickschnack und ohne Blümchen drumherum, wie wir das bezeichnen, wenn einfache Dinge unnötig verkompliziert werden. Gerade im Manifestationsbereich gibt es so viele Verwirrungen. Wie oft muss ich das machen? Reicht es einmal am Tag? Muss Gefühl rein oder nicht? Was mache ich, wenn ich die Methode falsch gemacht habe? Muss ich genau formulieren? Was, wenn ich es mal vergessen habe? Ich war heute schlecht drauf, wird nun mein Wunsch nicht wahr? Wir haben wirklich viele Videos zum Thema Robotic Affirmations nebenbei angesehen und vor allem bei einer jungen Frau mussten wir so lachen. Sie war so sauer, dass die Leute alles so unnötig verkomplizieren, dass sie auf den Tisch gehauen hat und meinte, this bullshit works. Also nett übersetzt, es wirkt. Aber natürlich wirkt es nicht, wenn du sagst, das hat nicht geklappt, weil auch das ist ja ein Gedanke, den man bestätigt und bestärkt. Wo sie recht hat, hat sie recht. Wahrscheinlich ging es schon beim Versuch schief. Funktioniert ja eh nicht, aber gut, ich probiere es mal. Ich bin reich, wird eh nicht klappen, aber hey. Also nicht zerdenken, einfach mal machen. Wir finden die Methode super. Vor allem für diejenigen, die sich beim Visualisieren schwer tun oder mit hohen Schwingungen. Einfach sagen. Statt negativer Gedanken innehalten und genau das denken, was du möchtest. Oder auch laut sagen, wie du magst. Falsch machen ist nicht. Denke oder sage es und basta. Ich bin gesund. Ich bin wertvoll. Und nicht so, ich bin gesund, ich bin wertvoll, sondern bestimmt. Ganz klar, fokussiert. So wie du sagst, heute gibt es Spaghetti. Heute gehe ich früher ins Bett. Ich bin reich. Einfach mit einflechten. Und nein, wir werden bewusst keine Challenge draus machen, sondern dich einfach nur ermutigen, es auszuprobieren. Mach deine anderen Lieblingsmethoden, wenn du magst, aber versuche auch diese. Sie können auch nicht kollidieren. Absolut nicht. Wenn du lieber meditierst und visualisierst, mach das weiter. Wenn du hohe Schwingungen brauchst, mach das. Oder einfach zusätzlich. Aber wenn dir das sowieso nicht liegt, dann versuche die Robotic Affirmations und erfreue dich daran. Es ist so herrlich einfach und wie wir alle schon in der Schule gelernt haben, Wiederholung sorgt ja dafür, dass es wirkt, dass man es glaubt. Am Anfang wird es vielleicht komisch sein, aber das legt sich super schnell. Vor allem, denkt mal nach, man kann es immer machen. An der Kasse, im Supermarkt, beim Arbeiten, im Bus, im Auto, beim Spazierengehen. Immer. Und noch etwas. Man sagt ja, dass Worte Power haben. Unser letztes Video ging ja auch darum. Worte verursachen Emotionen. Heißt, man sagt etwas und am Anfang mag es noch seltsam sein, aber mit der Zeit kommt das Gefühl von ich bin reich und so weiter automatisch dazu. Gedanken, Worte verursachen
Emotionen. Emotionen bewegen die Welt, deine Welt. Nun zu dir. Magst du die Methode ausprobieren? Was denkst du darüber? Und magst du uns berichten, wenn sich was getan hat? Das würde uns total freuen. Sammy Ingram ist da übrigens um einiges strenger. Sie möchte nicht lesen, dass es nicht klappt, weil es klappt. Sie möchte nicht lesen, wann erfüllt sich mein Wunsch. Sie möchte auch nicht lesen, aber bei mir klappt das nicht, weil sie überzeugt ist, dass es klappt. Wir ehrlich gesagt auch. Also her mit euren tollen Ergebnissen. Wir freuen uns, beschließen jetzt, dass das sehr bald der Fall sein wird. Sie sagt auch, dein Unterbewusstsein ist einfach eine Photocopy Machine, die einfach das produziert, was du die ganze Zeit eingibst. Und das sind nun mal unsere Gedanken. In dem Sinne wünschen wir dir nur die besten Ergebnisse und hab Spaß dabei. Das bleibt wichtig. Sei aber bitte auch dankbar für jede gute Erfahrung. Ja, das war's für heute. Jetzt geht es wieder mit Schreiben weiter und dir wünschen wir noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann du das Video siehst. Und wie immer freuen wir uns auf dich im nächsten Video.